Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer weiteren Kinderspielrezension hier bei Hunter und Kron. Und heute stelle ich euch Go Gecko Go vor. Ein Kinderspiel erschien beim Zoch Verlag von Jürgen Adams oder Adams. Und kürzlich ist es nominiert worden zum Kinderspiel des Jahres 2019. Ein Grund, weswegen wir es uns hier auch angeschaut haben. Das Ganze ist für 2 bis 4 Spieler oder Kinder ab 6 Jahren 20 Minuten. Und das Ganze ist tatsächlich ein Rennspiel. Das Grundprinzip erinnert so ein bisschen an Tempo kleine Schnecke, aber da sind noch einige weitere Elemente mit rein fabriziert worden. So ein bisschen so ein Camel-Up-Ding mit aufeinander aufsitzen und sich gegenseitig mitnehmen, aber gleichzeitig müssen wir auch noch unter so einem Baumstamm, so, unter so Baumstämmen durchtauchen. Also müssen wir im richtigen Moment, sollten wir auch nicht zu hohe Stapel haben. Ja, ich erkläre euch kurz die Regeln und dann gibt es noch ein kleines Fazit. So sieht der Spielaufbau auf von Go Gecko Go. Aufbauzeit für ein Kinderspiel ist relativ lang, weil man nämlich vor allem hier sieht man hier, das sind so ganz viele Flussplättchen. Die muss man hier erstmal alle so reinlegen in diese 4 Spalten, wenn man zu viert spielt. Aber ja, und dann gibt es hier noch diese Brücken. Das sind tatsächlich hier diese Baumstämme. Da gibt es auch noch 2 mehr. Man kann sich da aussuchen, je nachdem, welche man nimmt. Sind die jetzt ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer? Macht das Spiel ein bisschen leichter oder einfach variiert das Spiel einfach auch so ein bisschen. Besonderheit besteht darin, dass jeder Spieler wählt sich hier so eine Flussbahn, die Spielfiguren ja, sind alle gleichfarbig. Das heißt, jeder kontrolliert einen roten, einen blauen, einen grünen und einen gelben Stein mit den unterschiedlichen Tieren. Die sind unterschiedlich hoch. Dazu kommen wir gleich. Ja, wenn man dran ist, muss man als allererstes immer eine Frage beantworten, nämlich steht einer von meinen Tieren oder mehrere, weil die können ja auch übereinander gestapelt sein, direkt vor einem Baumstamm. Wenn ja, muss ich mich entscheiden, ob ich nämlich schieben will, sprich, also dann nehme ich hier so ein Plättchen und schiebe das Tier einfach unter dem Baumstamm durch, oder ob ich würfeln will. Das Problem ist, oh, jetzt kommt das hier. Das Ding ist, dass man über die Baumstämme kommt man nur mit Schieben durch, da darf man nicht würfeln. Aber ich könnte natürlich sagen, obwohl ich jetzt hier ein Tier vor dem Baumstamm habe, könnte ich trotzdem würfeln, dann kann ich halt nur den mit dem Würfel hier nicht bewegen. Ja, das ist schon mal die erste Frage, die ich beantworten muss. Steht einer vor dem Baumstamm? Und will ich dann würfeln oder nicht? Wenn ich würfel, dann würfel ich hier mit allen 3 Würfeln. Es gibt 2 Farbwürfel, die zeigen einfach Farben. Und es gibt einen Wetterwürfel. Zuerst guckt man sich immer den Wetterwürfel an. Wenn der Wetterwürfel eine Sonne zeigt, dann profitieren tatsächlich alle Spieler davon, weil dann dürfen alle Spieler ihre Figuren, die hier auf diesen Schattenfeldern, ne, man sieht hier diese 3 Schattenfeldern, die dürfen dann einfach eins vor gehen und das egal, ja, wer die Sonne gewürfelt hat, damit kommt man einfach aus dem Schatten raus. Außerdem gibt es einen Blitz. Da muss sich der aktive Spieler entscheiden, ob er den Blitz nutzen möchte. Dann kann er das tun, darf dann aber seine Farbwürfel nicht mehr benutzen. Und der Blitz ist einfach so eine Aufholfunktion. Damit könnte er hier zum Beispiel ja, bis zum nächsten mit einem Tier bis zum nächsten Tier vorrücken, aufrücken, ne, aufholen. Allerdings eben nicht, ja, nicht durch Baumstämme hindurch natürlich. Und auch man kann nie zu einem Tier aufrücken, was schon im Ziel ist. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Das Ziel des Spiels ist natürlich, alle 4 Tiere hier ins Ziel auf den Baumstamm zu bekommen. Und zwar als erster, dann hat man gewonnen. Ja, okay, aber wenn ich sage, ich will das nicht machen mit dem Aufrücken, vielleicht habe ich gerade, meine Tiere sind alle übereinander gestapelt oder ich habe nur einen, kann es halt gerade nicht machen, dann ignoriert man einfach diesen Blitz und geht mit den Farbwürfeln weiter. Und was beim Wetterwürfel passieren kann, ist ein Regenbogen. Das ist wie ein Farbwürfel, der einfach beliebige Farbe zeigt. Das heißt, den benutze ich dann mit meinen Farbwürfeln zusammen. Und dann geht es eben um die Farbwürfel. Da muss man sich jetzt eine Farbe aussuchen. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt hier Rot aussuchen. Das wäre der rote hier und der zählt ja als beliebige Farbe. Das heißt, es wären 2 Rot. Und jetzt könnte ich mit meinem roten Krokodil hier 2 Felder laufen. Ich hätte mir auch Grün aussuchen können. Das wären in dem Fall auch 2 Felder gewesen. Wäre ich mit meinem Grünen hier 2 Felder gelaufen. Ich hätte mir auch Blau aussuchen können, weil der ist ja jede Farbe. Das wäre aber nur ein Schritt mit Blau. Und das war es im Prinzip. Das heißt, man guckt immer erst den Wetterwürfel an, hat man eine Sonne, können alle vorrücken
Blitz muss man sich überlegen, will man den Blitz nutzen zum Aufrücken, dann hat man aber keinen Farbwürfelzug und dann gibt es die Farbwürfel und da muss ich mir mal eine Farbe aussuchen und die restlichen verfallen. Und jetzt muss man einfach nur noch die 7 Flussregeln beachten. Eine davon habe ich schon erzählt, man darf nicht mit Würfeln über Baumstämme hindurch. Außerdem ist es so, dass wenn man eben auf ein besetztes Feld zieht, dann wird es einfach übereinander gestapelt. Überspringen, das ist Flussregel 3, darf man auch. Und wenn man jetzt, wenn ein größeres Tier ein kleineres Tier zugepackt zieht, hat, dann, wenn ich jetzt zum Beispiel rote Farbwürfel aussuche, dann wird natürlich das, was oben drüber liegt, mitgenommen. Umgekehrt geht es aber nicht, wenn es jetzt so rum aussieht und dann kann ich den blauen tatsächlich gar nicht bewegen, weil der quasi von dem schwereren Tier, ja, das wird einfach zu schwer für den und der kann den nicht mitnehmen. Außerdem, Flussregel 6 ist, ich kann Würfel verfallen lassen und die 7. Regel, die hatte ich auch schon erwähnt, man darf mit dem Blitz nicht bis zu einem Ziel Tier aufrücken, was schon im Ziel ist. Ja, und das Letzte, was man jetzt einfach noch wissen muss, ist, wie das mit dem Schieben funktioniert. Wenn es jetzt zum Beispiel so aussieht, ich bin dran und entscheide mich zu schieben, dann kann ich das so machen. Und weil natürlich jetzt ich hier nicht komplett durchpasse, zack, wird hier der die blaue Schildkröte wird jetzt hier abgestreift. Und ja, ist eben nur der rote hier durchgekommen. Wichtig ist, dass hier die Reihenfolge halt bewahrt ist. Es kann ja auch sein, dass hier mehrere übereinander gestapelt liegen. Da muss man halt gucken. Ich kann ja nochmal ein Beispiel machen. So zum Beispiel. Jetzt wird nur einer abgestreift, aber hätten wir es, wäre es eben so gewesen. So, gucken wir mal, wenn wir alle zusammen sind, hier so. Da muss natürlich, ja, da passiert natürlich das hier. Da muss man gucken, dass halt hier die Reihenfolge wieder hergestellt wird. Ja. Und das waren schon die ganzen Regeln und der einfach seine 4 Figuren als erster hier im Ziel hat, der hat gewonnen. Go Gecko Go ist ein schönes Kinderspiel, vor allem das Material gefällt mir gut hier mit den schönen Holzteilen und auch das Setting und so, das ist alles super. Ich finde auch prinzipiell Rennspiele sind gute Kinderspiele, weil die Kinder das als Spielziel schnell erfassen können und es einfach auch klar ist, es geht hier einfach darum, als erster durchs Ziel zu laufen und das motiviert die Kinder auf jeden Fall und es ist erstmal schon mal ziemlich gut. Eine Sache, die mir gleich am Anfang sehr seltsam aufgefallen ist bei dem Spiel, ist, dass es ja aufgrund der Mechanik hier keine Spielerfarben gibt. Also jeder hat ja alle Farben und das korrespondiert eben ja mit dieser Würfelfarbenmechanik. Aber das, finde ich, ist tatsächlich sehr unintuitiv am Anfang, dass wir im Prinzip uns ja eine, ja, so eine Strecke gehört uns ja oder ist uns zugeordnet und alle unsere Figuren auch von, sehen genauso aus wie die von unseren Mitspielern. Das ist tatsächlich, auch wenn es erstmal banal erscheint, gar nicht so einfach, da immer wieder sich dran zu erinnern, was war nochmal mein, ach ja, das ist ja meine Strecke und so. Also die Kinder, die checken das dann schon schnell, aber ja irgendwie für ein Kinder, speziell für ein Kinderspiel fand ich das ein bisschen irritierend. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass die Regeln relativ komplex sind. Also klar, das ist alles irgendwie schon logisch und so viel ist es auch nicht, aber gerade diese Würfelmechanik, da habe zumindest ich beim Spielen, musste ich da sehr auf den Kindern sagen, okay, also, oder beziehungsweise die Kinder anleiten, was machen wir jetzt mit dem Würfelwurf? Ja, zuerst der Wetterwürfel und dann, ob es ein Blitz ist, ob ignorieren wir den Blitz jetzt oder nicht, was, und dann die Farbwürfel. Was auch etwas seltsam ist, finde ich, ist, dass das dazu führt, dass sehr oft viele Würfel einfach ja nicht zum Zug kommen, als dass man nur ganz wenige Würfel tatsächlich benutzt in seinem Zug, weil man ja eben auch nur eine Farbe auswählt und so. Und auch das fand ich für ein Kinderspiel relativ unintuitiv, dass man hier eben so stark auswählen muss. Das sind jetzt, nicht prinzipiell funktioniert die Mechanik schon gut und ich finde natürlich das auch nett mit dem Aufsitzen und dann wieder durch die Baumstämme hindurch tauchen und so weiter, aber auch das, ja, hier gibt es sehr viele Wenn-Dann-Regeln, ne? Also wenn ich eben vor einem Baum schon stehe, dann darf ich gar nicht, oder muss ich mir erstmal entscheiden, würfel ich überhaupt oder nicht, dann würfel ich, dann habe ich einen Blitz, dann muss ich entscheiden, nutze ich den Blitz oder nicht und dann, also, ne, das sind sehr viele so Regelschritte, die ich für ein Kinderspiel fast ein bisschen viel finde, also vor allem dann, wenn man es mit kleineren spielt, okay, hier steht 6+, aber da muss man dann schon dabei stehen und ja, also
Von daher bleibt bei mir so ein bisschen gemischtes Gefühl bei Go Gekko Go zurück. Es hat bei meinen Kindern jetzt speziell auch nicht so einen riesen Eindruck hinterlassen. Aber das kann natürlich auch, das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Wir haben natürlich auch viele Kinderspiele. Und ja, aber trotzdem muss man halt festhalten, fand ich jetzt auch nicht das eingängigste Kinderspiel. Auch ich musste da erstmal, ich bin in der Regel wirklich so, hä, was, wie war das? Ach so, ja, okay, wenn ich jetzt, ne, dann muss ich das machen und dann muss ich das machen. Ja, also ein bisschen verklausuliert, aber ansonsten natürlich schon sehr schön, vor allem sehr schön umgesetzt vom Material. Und wer Rennspiele mag und ja, jetzt keine Lust mehr hat auf Tempo kleine Schnecke, beziehungsweise das ist ja wirklich für die ganz kleinen Kinder, wenn man da ein bisschen rausgewachsen ist, dann kann man es sich sicherlich angucken. Ja, das war meine Rezension. Vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.